Beim Sapient USB 3.2 Typ C und Typ A SD Express 7.1 Card Reader handelt es sich um einen SD-Kartenleser für Mini-PCs, Notebooks oder Smartphones. Das Lesegerät ist mit allen gängigen Geräten kompatibel. Sapient spricht von Microsoft Windows, macOS und Linux-Geräten. Auch Smartphones oder Tablets mit USB-OTG-Funktion können den Card Reader verwenden. Der Hersteller gibt die Lese- und Schreibgeschwindigkeit im Falle von SD-Express-Karten mit jeweils 985 MB pro Sekunde an. Hierfür wird ein USB 3.2 Gen 2 via PCIe 3.1a Anschluss benötigt. Verwendet man andere USB-Ports, fallen die Übertragungsgeschwindigkeiten entsprechend langsamer aus. Im Lieferumfang ist ein USB-A auf USB-C sowie ein USB-C auf USB-C Kabel enthalten. Der SD-Kartenreader ist, mit Ausnahme der Oberseite, ganz in schwarz gehalten. Jene ziert ein Sapient-Logo. Rückseitig ist ein USB-C-Port angebracht. Auf der Unterseite befinden sich zwei Gummistreifen, die für einen festen Stand sorgen. Zwischen den gummierten Streifen ist die Modellbezeichnung sowie die Seriennummer vermerkt. SD-Karten können auf der Front eingesetzt werden. Es handelt sich um einen Full-Sized SD-Karten-Slot. Im Test wurde der SD-Kartenleser mit Windows- sowie macOS-Geräten verwendet. Gerade Mini-PCs kommen oft ohne SD-Karten-Slot aus. Möchte man trotzdem SD-Karten verwenden, ist man auf externe Card-Reader wie zum Beispiel den Sapient USB 3.2 Typ C und Typ A SD Express 7.1 Card-Reader angewiesen. Ich habe mich für die Verbindung über den USB-C-Anschluss auf der Front meines Mini-PCs entschieden. Kaum angeschlossen wird der Card-Reader direkt erkannt. Wie auf der Front des SD-Kartenlesers vermerkt, ist jener kompatibel mit SD Express 7.0 SD-Karten. Die erreichten Übertragungsgeschwindigkeiten sind von der SD-Karte selbst sowie der verwendeten PC-Hardware abhängig. Herkömmliche SD-Karten erreichen um die 118 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. Die Schreibgeschwindigkeit wird mit 85,36 MB pro Sekunde angegeben. Der Cardreader kann dabei helfen, das Potenzial von SD-Express-SD-Karten auszureizen. Die schnellsten Geschwindigkeiten werden nur mit den mitgelieferten USB-Kabeln erreicht. Tauscht man jene aus, sollte die Neuanschaffung mindestens USB 3.2 unterstützen. Ein USB-C-Kabel unter USB 3.1 beeinträchtigt die mögliche Performance. Auch Adapter können die Lese- und Schreibgeschwindigkeit beeinflussen. Es empfiehlt sich nur, native Full-Size-SD-Karten mit Originalzubehör zu verwenden. Der SD-Express-Kartenleser wirkt durch sein Eigengewicht und die verwendeten Materialien hochwertig. Gleichzeitig ist er mit 62,36 Gramm nicht zu schwer. Der Sapient USB 3.2 Typ C und Typ A SD Express 7.1 Card Reader ist aktuell für $56,99 beim Hersteller verfügbar. Die 7.0 Version kostet auf Amazon aktuell $74,99. Da bereits jeweils ein USB-A sowie C-Kabel im Lieferumfang enthalten ist, entstehen keine weiteren Kosten für den Nutzer. Außer man will natürlich ein längeres USB-Kabel. Ihr habt noch Fragen zum Sapient USB 3.2 Typ C und Typ A SD Express 7.1 Card Reader? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.